So, wir sind immer noch im Titanic Beach. Das ist jetzt der Haupteingang, das Hauptgebäude gesehen von der Pool, von dem Poolbereich aus. Und jetzt gehen wir mal zum Palace rüber. Auf geht's. Hier ist die Mokka Bar. Hier geht es also weiter zum Titanic Barroom, Klinik, Titanic Palace Toilette. Wir nehmen aber einen anderen Weg. Hier ist die Getränke. Boah. Über diese Rolltreppen gelangt man runter zu den beiden Buffet-Restaurants. Wir haben jetzt Juni und das Hotel ist wohl nicht so hundertprozentig ausgelastet, wie man es erwarten könnte. Hier geht es also weiter zum Spa. Massage, Hammam, Sauna, Jacuzzi, das wird da alles geboten. So, dieser Bereich gehört eigentlich schon zum Hotel, zum Palace. Da hinten haben wir noch mal eine Kaffeebar. Jetzt sind wir schon im Palace. Von der Innengestaltung etwas anders. Ich finde es mindestens genauso gut. Ein Blick draußen über die Terrasse. Hier sind also die Themenrestaurants, also die Buffet-Restaurants. Wie gesagt, kann man auch nutzen, wenn man im Beach untergekommen ist. Terrassenbereich ähnlich gestaltet. Und jetzt der Ausblick. Finde ich auch ganz gut gestaltet. Da hinten ist das Meer. Und das ist das Hauptgebäude. Da gehen wir jetzt auch noch mal hin. Finde ich auch sehr schön eingerichtet.
Entschuldigung. Ja, jetzt kommt ein Geldwechselautomat, den ich selber auch schon benutzt habe. Man kann also mit Karte Geld abheben oder einfach Geld wechseln. Euro rein, ägyptische Pfund raus. Funktioniert sehr unkompliziert. Also das ist eine einfache Art und Weise, hier an inländisches Geld zu kommen. Genau, das ist jetzt das Hauptgebäude.